Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben es heute Freitag und ich war kurz einkaufen. Ich habe jetzt nicht so viel eingekauft bei Kaufland, aber ich zeige euch trotzdem. Ich habe hier eine Milch, eine 1,5% Fett. Weinstefan, die war 1 Euro hat die gekostet, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Genau, hier machen wir weiter hier. Hier haben wir irgendwelche Chips gepoppt, nicht frittiert. Ja. Mit Sour Cream. Keine Ahnung, wie die schmecken. Ja. Keine richtige Chips, sondern eine Maiscracker, glaube ich, sowas ähnliches. Was habe ich hier? Gebratene Nudeln. Die waren auch 1 Euro und deswegen habe ich sie auch gekauft. Dann habe ich hier meine heißgeliebten Carpaccio. Dann habe ich für den Hund. Hähnchenfilets. Und dann habe ich hier einmal Kaufstangen. Das habe ich, glaube ich, zweimal, genau. Ach ja, für die Leute, die meine Videos sehr selten sehen, also in den Kommentaren kommt es, glaube ich, bei jedem Video kommt das vor, also fast bei jedem Video. Ich habe nur noch einen Hund, ja, Bailey. Keine Katze mehr, da die Katzen sich nicht mit dem Hund verstanden haben oder auch gegenseitig haben sich nicht verstanden. Und ich habe Angst gehabt, dass wenn die alleine sind, dass irgendwas passiert. Weil die eine Katze mochte den Hund einfach überhaupt nicht. Die Krallen oder die Pfötchen, die Fingernägel von den Katzen sind ja auch sehr, sehr scharf. Und ich hatte einfach Angst, dass irgendwas passiert. Wir haben es ja auch ausprobiert, dass die Zusammenführung haben wir ja so gemacht, dass wir sie langsam angenähert haben. Ich bin nicht gleich reingegangen und habe gesagt, ja, das sind die Katzen oder andersrum, das ist der Hund. So nicht, wir haben es ja langsam angehen lassen, aber trotzdem hat es nicht geklappt. Und ja, die Sicherheit geht natürlich vor. Ich will ja jetzt nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Und deswegen habe ich schweren Herzens meine Katzen abgegeben. Ja, das wollte ich nochmal erzählen, weil viele das immer noch nicht wissen. Genau. Oder zumindest nicht meine alten Videos nicht schauen und dann bei den neuen denken, wo sind die Katzen? Dann nochmal. Hier haben wir jetzt eigentlich habe ich viermal Tomatenmark in so kleinen Pöttchen. Das ist nämlich sehr, sehr lecker auf Toast oder auf Brötchen. Brot esse ich ja nicht, aber auf sowas, Knäckebrot, finde ich, ist das sehr lecker als Margarineersatz. Wirklich sehr, sehr lecker, finde ich. Anderen, ja. Achso. Da habe ich hier einmal Butterkäse. Dann haben wir hier einmal Grießbrei. Ich habe hier noch Grießbrei, den habe ich schon so lange hier. Der ist mit eingezogen hier, der ist der Grießbrei. Hier haben wir Himbeer-Bonbon-Vanille, unsere Sorte des Jahres. Aber auch nur, weil es 77 Cent gekostet hat, sonst hätte ich es auch nicht gekauft. Aber es hat mich so angesprochen, mal schauen, wann ich es esse. Ach, hier haben wir einmal Aufbackbrötchen. Zweimal. Genau. Vegane Hackbällchen. Schmecken sehr, sehr lecker. Genau. Dann habe ich vegane Mühlensalami. Habe ich, glaube ich, dreimal oder zweimal. Schauen wir gleich. Aber diese Salami schmeckt sehr lecker. Dann habe ich hier Schinkenspicker. Grillgemüse. Dann haben wir hier nochmal ein Hundefutter und hier auch nochmal. Vier Stück drin. Dann habe ich zweimal Hähnchenbrust
von Hertha. Das habe ich aber nur gekauft, weil es reduziert war. Sonst hätte ich es auch nicht gekauft. Weil das ich, fast 2 Euro kommen, oder über 2 Euro kostet es eigentlich. Dann habe ich hier nochmal die andere vegane Salami. Dann habe ich hier so ein Riegel. Da ist Alkohol drin, ne? Weil ich zum Schluss bei der Selbstbedienungskasse plötzlich Alarm losging. Also Alarm nicht, ne? Also so ein Zeiger stand da oben. Ja, ich das Personalausweis muss ich abgeben, aber brauche ich dann doch nicht, weil die wussten, dass ich älter bin als 18. Oder ich nicht unter 18 bin. Genau. Also muss da irgendwas Alkohol drin sein. Dann habe ich noch irgendwas. Genau, keine Ahnung, was das ist. Habe ich hier, ach so, den Joghurt. Auch von Weinstefan Joghurt. Dann habe ich 5-mal Hundefutter gekauft. Und zwar stückige Pastete. Das mag sie ganz gerne. Genau. Dann habe ich hier nochmal Joghurt. Die kleinen Päckchen ist manchmal gar nicht so schlecht. Dann kann ich eins abmachen und irgendwas reinpacken. Und es reicht mir aus, ne? Weil das Ganze hier, das musste ich ja dann fast jeden Tag dann essen, wenn ich es einmal aufgemacht habe. Und so ist es besser. Also mit denen hier, finde ich persönlich. Und was anderes. Zweimal. Ich hatte gestern das erste Mal Schüttelpizza gemacht. Wichtigste, glaube ich, warum das jetzt so... Ich habe es gestern gemacht ohne Gouda. Man muss dann auch Gouda, also geriebenen oder was auch immer, Gouda dazu machen. Und das habe ich nicht gehabt. Ich hatte nur Frischkäse und die anderen zu Frischkäse. Ich schon Körnigen Frischkäse und ganz ehrlich, war nicht lecker. Aber was soll's, ne? Dann habe ich hier... Und das habe ich jetzt noch im Ofen, aber ich werde es essen, natürlich. Vielleicht kommt jetzt nicht weg, aber gerne habe ich es jetzt nicht gegessen. Aber was soll's. Dann haben wir hier Kochschinken, 2-mal. Und noch irgendwas. Katzenfutter habe ich alles da drin. Hundefutter, besser gesagt. Genau, meine Lieben. Sonst habe ich hier eigentlich nicht so großartiges... Gestern hatte ich ein Vorstellungsgespräch, weil... Da, wo ich jetzt noch bin, ist ja am Arsch der Welt, ja. Und, ja, wäre schöner, wenn es jetzt hier in der Umgebung ist. Ein Vorstellungsgespräch habe ich noch. Es war jetzt nicht in der Pflege, sondern in der Reinigung. Und mecker. Aber mein Gott, ich bin 32 Jahre alt. Wenn ich jetzt mich entscheide, doch lieber in die Reinigung zu gehen, dann gehe ich in die Reinigung. Also ich bin erwachsen, ich kann selbst entscheiden, was ich mache. Und, wenn es mir dann besser geht, dann ist es wichtiger, als wenn ich jetzt das Geld nicht so viel Geld verdiene da. Aber mir geht es halt einfach psychisch dann besser. Und das ist dann halt mir wichtiger, anstatt das Geld. Ne? Genau. Und sonst bewerbe ich mich jetzt nochmal woanders als in der Pflege zwar. Aber das ist halt so ein kleines Unternehmen hier um der Ecke. Da könnte ich eigentlich rein theoretisch zu Fuß hingehen. Weil das ist ja echt... Wär blöd, wenn ich mit dem Auto hinfahren würde. Und ja, mal schauen, ob das alles klappt. Ich bewerbe mich einfach und dann werden wir sehen, ne? Genau, meine Lieben. Sonst, was habe ich noch sonst? Ja, mein... ich hatte Internetprobleme. Und zwar, ein paar Tage ging das Internet hier nicht. Sie haben da irgendwas, haben die ja verwechselt. Also ich habe bezahlt. Also ich habe jetzt jeden Monat bezahle ich um die 32 oder 37 Euro. Ich bin bei Vodafone. Und ich war schon immer bei Vodafone. Also vorher bei Kabel Deutschland. Und da habe ich ein bisschen Angst dazu wechseln, weil ich ja negativ in der Schufa stehe. Und das halt auch noch ein paar Jahre so bleibt. Habe ich ein bisschen, geht das halt nicht so einfach zu wechseln, also nach 1&1 oder Telekom oder sonst was, ist nicht so einfach, weil die werden wahrscheinlich ablehnen, weil ich ja halt negativ in der Schufa stehe, oder ja negativ, ne? Also ich stehe in der Schufa mit negativen Einträgen, glaube ich das, ne? Und deswegen glaube ich nicht, dass sie mich da
einen neuen Vertrag bekomme. Ist auch in Ordnung so, es reicht mir. Und Hauptsache, ich habe WLAN und ich kann mein Internet hier, also meine Videos hochladen oder sonst was. Weil vorher, also ich hatte mal, ich musste irgendwie, ich weiß nicht, die haben mich irgendwann mal kontaktiert und entweder die kündigen meinen Vertrag oder das läuft aus oder halt ich muss halt einen neuen Vertrag da abschließen mit mehr Datenvolumen und so. Deswegen hat das auch ein bisschen mehr gekostet als davor. Und das habe ich natürlich angenommen, weil ich hatte den Vertrag ja. Und so habe ich auch damals, war es wirklich so, dass ich für ein Video sage und schreibe vielleicht eine Stunde gebraucht habe, um das hochzuladen. Und jetzt ist es vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde, wenn überhaupt. Und zack, ist das schon online. Wenn überhaupt, das, manchmal geht es auch noch schneller. Und es ist echt krass. Das habe ich da gemerkt. Aber an WLAN und sonst was habe ich jetzt nicht gemerkt. Aber genau, ja. Aber wie gesagt, da haben sie irgendwie verwechselt und es hat irgendwie nicht geklappt. Es ging, der WLAN und das alles ging, aber es wurde halt gedrosselt oder sonst noch irgendwas. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr langsam. Und hat sich aber alles geklärt. Ich habe dann da mal wirklich, bin dann hingegangen, weil ich ja Angst habe vor, nicht Angst, aber ich habe so ein bisschen Respekt vorm Anrufen. Also ich rufe nicht gerne wo an. Und deswegen, das wäre auch eine Hotline gewesen, dann müsste ich alles zigmal erzählen und das ist halt nicht meins, deswegen bin ich da einfach hingegangen zum Vodafone Shop und habe mich danach erkundigt, was los ist, weil ich habe auch meine Kontoauszüge ausgedruckt oder zumindest vorgezeigt wollte ich, weil ich ja alles bezahlt habe und auch Kontostand war auch ausgeglichen und so, aber es hat sich dann geklärt, das haben sie irgendwie verwechselt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist hier jemand anders im Haus, der Probleme hat, aber das interessiert mich ja auch gar nicht, aber ja, an sich ist hier die Wohnung immer noch schön, aber es gibt immer so Momente, wo ich denke, in der anderen Wohnung war es auch schön, ne? Also ich bin jetzt doppelt so groß gefühlt. Ich zeig's dir euch noch. Aber ja, manchmal denkt man so, ich habe jetzt eine Küche, ne? Und ich habe einen Backofen, der jetzt funktioniert zurzeit. Aber trotzdem, ich habe so viele Möglichkeiten, die ich jetzt davor nicht hatte. Aber das ist nicht alles, ne? Wir haben es jetzt August, ne? Ende August, September, Oktober, November, Dezember. Oh, das ist halt ein Jahr. Ja, ja. Psst. Komm her. Bailey, du bellst hier nicht im Haus. In der Wohnung. Ich ja. Komm mal her zu mir. Zu mir. Du kleine Ratte. Hund, ne? Damit nicht jeder denkt, ich habe eine Ratte hier. Das sind so Leute, die denken auch, ich habe eine Ratte. Wenn ich meine... Egal. Meine Lieben, ich höre jetzt auf zu quatschen. Schau nebenbei noch Fußball. Dexter, die hat ja heute verloren. Aber das macht nichts, sonst haben sie immer gut gespielt. So, quatsch nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao.